Der Koalitionsvertrag der neu gebildeten Ampelregierung ist fertig und auch der dunkle Parabelritter hat es sich nicht nehmen lassen, seine Meinung dazu zu äußern. In seinem Video Neue Regierung exposed, was passiert jetzt wirklich, trifft er unter anderem auch Aussagen zu den Themen Rente und Mindestlohn, die wir uns im Folgenden kritisch anschauen werden. Vorweg sei angemerkt, dass dieses Video eine relativ gute Zusammenfassung des Koalitionsvertrages beinhaltet. Größere Bekanntheit erlangte der dunkle Parabelritter auch durch seine zahlreichen Zerstörungsvideos, die er kurz vor der Bundestagswahl hochlud und die qualitativ eigentlich relativ hochwertig sind. Das nun folgende bezieht sich also nur auf einzelne Aussagen des Parabelritters, die ich kritisch sehe und nicht grundsätzlich auf seinen gesamten Content. Kommen wir mal zum ersten großen Thema, Arbeit. Es kommt der Mindestlohn von 12 Euro. Das ist sicherlich für die meisten von euch etwas Positives. Vordergründig, aber nicht unbedingt generell. Es ist halt ganz klar maximaler Populismus, ja, mit einer wirtschaftlichen Rückhand, die da kommt. Ich zitiere jetzt mal die Wirtschaftswoche. Ökonomen warnen, es sei unklar, wie die Erhöhung auf die Beschäftigung wirken werde. Das ging jetzt ein bisschen zu schnell. Gucken wir uns doch die wirtschaftlichen Auswirkungen mal im Einzelnen an. Wenn man den Mindestlohn erhöht, dann steigen zum einen die Einkommen der Arbeiter und zum anderen die Ausgaben der Betriebe. Auf Seiten der Unternehmen führen diese höheren Ausgaben nun zu geringeren Gewinnen und das kann zu Unternehmenspleiten führen. Wesentlich wahrscheinlicher ist aber, dass die Unternehmen die gestiegenen Kosten einfach an die Konsumenten weitergeben, also in bestimmten Bereichen die Preise steigen. Höhere Preise können wiederum dazu führen, dass die Leute weniger konsumieren und so letztendlich zu Arbeitsplatzverlusten führen. Das ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass die Einkommen der Arbeiter steigen. Und da Arbeiter, die nur einen Lohn von 12 Euro pro Stunde bekommen, eine Konsumquote von nahe 100% haben, fließt alles Geld, was hier mehr verdient wird, wieder zurück an die Unternehmen. Daraufhin müssten die Unternehmen wegen des erhöhten Konsums ihre Produktion ausweiten und neue Leute einstellen. Das heißt, durch einen höheren Mindestlohn können unter Umständen sogar Arbeitsplätze entstehen. Doch welcher der beschriebenen Effekte ist nun stärker? Entstehen Arbeitsplätze oder werden welche vernichtet? Nun, David Card und Alan B. Krueger haben dazu eine Studie durchgeführt, die eine Mindestlohnerhöhung in New Jersey von $4,25 pro Stunde auf $5,05 pro Stunde untersuchte. Diese Mindestlohnerhöhung in New Jersey führte laut dieser Studie zu steigenden Preisen von Konsumgütern und zu einer steigenden Beschäftigung. Das heißt im Klartext, höhere Mindestlöhne können Beschäftigung schaffen. Und die Mindestlohnerhöhung in New Jersey war damals prozentual gesehen ähnlich hoch wie die Mindestlohnerhöhung, die uns heute in Deutschland ins Haus steht. Also könnte es sogar sein, dass der Mindestlohn von 12 Euro für mehr Arbeitsplätze sorgt. Solltet ihr keine Lust haben, euch die Studie selber durchzulesen, kann ich euch nur das Video von Future Sapiens dazu empfehlen. Und ob kleine Betriebe gerade in Ostdeutschland die Lasten schultern können, können viele nicht. Das wird in Zukunft bei vielen noch mehr als heute dann zu Schwarzarbeit führen. Und das geht dann wieder mit Steuerverlusten einher, fehlenden Versicherungsschutz etc. Auch hier übersieht der Parabelritter einen entscheidenden Punkt. Die Mindestlohnerhöhung gilt für alle Firmen. Das heißt, jeder muss 12 Euro Mindestlohn zahlen. Das heißt, es erleidet kein Unternehmen dadurch einen Wettbewerbsnachteil. Vielmehr wird der höhere Mindestlohn, wie ich eben schon erläutert habe, den Konsum anregen und dadurch auch vielen kleinen Betrieben sehr stark helfen. Auch, dass eine Mindestlohnerhöhung zu einer Ausweitung der Schwarzarbeit führen würde, ist nicht mehr als eine unbelegte Vermutung. Dass Schwarzarbeit und damit einhergehend Steuerhinterziehung, die Hinterziehung von Sozialbeiträgen und die Verletzung von Arbeitnehmerrechten stattfindet, ist ein ganz klares Staatsversagen. Und dieses Staatsversagen hier als Ausrede zu verwenden, um den Mindestlohn nicht so stark zu erhöhen, ist schon ein bisschen abenteuerlich. Just saying, einen Mindestlohn von 12 Euro zu verordnen, macht zudem eine Reihe von Tarifverträgen ungültig, ich zitiere jetzt weiter, die unter dieser Summe liegen. Verträge, die Gewerkschaften aus freien Stücken unterschrieben haben, beispielsweise in der Abfall- und der Fleischwirtschaft, bei ungelernten Malern und Lackierern sowie in der Zeitarbeit. Je geringer der Organisationsgrad der Arbeiter ist und je mehr Arbeitslose es in einer Branche gibt, desto geringer ist die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften. Schweren kommt in Deutschland deswegen hinzu, dass die Tarifbindung in den letzten 20 Jahren stark abgenommen hat. 2018 waren nur noch 29% der Betriebe innerhalb eines Tarifvertrages organisiert. Die Gewerkschaften wollten in den vorliegenden Fällen also höchstwahrscheinlich einen Lohn, der höher als 12 Euro ist, erreichen. Das haben sie aber nicht geschafft. Der DGB, der größte deutsche Gewerkschaftsbund, forderte deswegen auch eine Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro.
Ich meine, Leute, dass jeder Mensch mal Geld verdienen sollte, das steht ja außer Frage. Das muss halt einfach aber auch funktionieren. Und die zentrale Frage ist immer, erwirtschaftet die eingekaufte Arbeitsleistung nach allen Abzügen so viel, dass es sich wirtschaftlich lohnt? Und das ist für viele kleinere Betriebe und Selbstständigkeiten, möchte ich es jetzt mal umfassen, hier im Osten, hier kann ich es ein bisschen einschätzen, ja, vermutlich das Ende. Und verringert wieder einmal die Aufstiegschancen in Deutschland, da die Initialkosten für ein Unternehmertum wieder deutlich steigen. Und wir reden jetzt hier beispielsweise über ungelernte Jobs. Es tut mir sehr leid, wenn ich euch das sagen muss, aber mehr Geld für alle ist halt leider in der Realität ein Märchen oder wirkungslos. Es geht hier ja gar nicht darum, dass alle mehr Geld bekommen sollen. Es geht nur darum, dass die, die bisher besonders wenig verdient haben, etwas mehr verdienen sollen. Kommen wir nun zum anderen Punkt des Parabelritters. Der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Deutschland. Es lässt sich ja nicht von der Hand weisen, dass höhere Löhne eine geringere Wettbewerbsfähigkeit bedeuten. Dabei muss man allerdings im Blick behalten, dass in Deutschland die Lohnstückkosten in den letzten 30 Jahren viel zu langsam gestiegen sind, weit unter europäischem Durchschnitt. Deutschland hat quasi Lohndumping betrieben und sich dadurch Wettbewerbsvorteile ergaunert, die wir unter normalen Umständen nie gehabt hätten. Dadurch haben wir Exportüberschüsse erzielt, die wiederum zu Defiziten in anderen EU-Ländern geführt haben und dort die Verschuldung nach oben trieben. Und das hat unter anderem, wie ich im letzten Video schon einmal erklärt habe, zur Eurokrise geführt. Ohne diese leichte Mindestlohnerhöhung jetzt zu hoch bewerten zu wollen, kann man schon sagen, dass das ein Schritt in Richtung mehr europäischer Integration ist, da Deutschland damit seine Binnenkonjunktur stärkt und so den Druck von den europäischen Partnern zumindest etwas runternimmt. Es ist zumindest mal ein zarter Schritt in die richtige Richtung. Und dass der Parabelritter das aus dieser Perspektive kritisiert, ist antieuropäisch, antisozial und passt eigentlich überhaupt nicht zu seinem restlichen Content. Es tut mir sehr leid, wenn ich euch das sagen muss, aber mehr Geld für alle ist halt leider in der Realität ein Märchen oder wirkungslos. Vor allen Dingen, wenn man über das Thema Rente nachdenkt. Da muss nämlich jeder klar denkende Mensch jetzt in diesem Moment beim Ansprechen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums prognostizierte der gesetzlichen Rentenversicherung schockartig steigende Finanzierungsprobleme ab 2025. Da sind wir quasi nur 6 Wellen von entfernt. Und zwar, weil die Babyboomer danach in Rente gehen. Die gesetzliche Rentenversicherung ist ja umlagefinanziert. Das heißt, die Beiträge der Versicherten werden gleich als Renten wieder ausgegeben. Geht rein und geht wieder raus. Als das System 57 eingeführt wurde, da waren es noch 6 Erwerbstätige, die einen Rentner finanzierten. 2050 werden es nur noch 2 sein. Leisten sich halt einfach 2 Leute, ein Rentner, nicht wahr? 2050 müssen 60% des Bundeshaushalts in die Rente fließen. Diese 2 Arbeiter 2050 werden sich auf jeden Fall einen Rentner leisten können. Die Produktivität in Deutschland hat sich seit 1950 mehr als versiebenfacht und sie dürfte bis 2050 noch weiter ansteigen. Ich wüsste auch gar nicht, woher man die Renten sonst finanzieren sollte, außer aus Rentenbeiträgen oder aus dem Bundeshaushalt. Es gibt meiner Ansicht nach keine vernünftige Alternative. Die aktuellen Rentner werden immer von den aktuellen Arbeitnehmern finanziert. Die Arbeitnehmer werden halt immer produktiver, deswegen ist eine höhere Zahl an Rentnern auch kein sonderlich großes Problem, so wie der Parabelritter es hier darstellt. Zurück zum Thema, was macht die Ampel jetzt mit der Rente? Wenn wir das so am Leben halten wollen, brauchen wir entweder einen massiven Babyboom oder viel Zuwanderung. Was ist jetzt die realistische Lösung, die man anstrebt? Man geht einfach mit dem Geld der Leute ins Casino, an die Börse. Ich zitiere mal Professor Ragnitz vom IFO-Institut in Dresden. Das ist eine enorme Doppelbelastung für die aktuellen Erwerbstätigen. Sie schultern nicht nur die steigenden Beiträge für die aktuellen Renten, sondern müssen auch noch die Aktien finanzieren, die später ihre eigenen Renten sichern sollen. Ob dafür Steuergelder fließen oder es einen Aufschlag auf die Beiträge gibt, zahlen müssen jeweils die jungen Menschen. Also zu gut Deutsch, zu wenig, zu spät und von den Falschen. Auch hier ist es schade, dass das gewichtigste Problem der Aktienrente gar nicht angesprochen wird. Wenn die aktuellen Arbeitnehmer nämlich sparten, sprich ihren Konsum in die Zukunft verschöben, wer würde dann die Produkte kaufen, die aktuell produziert werden? Sprich, wer würde dann überhaupt noch konsumieren und die Wirtschaft anschieben? Die Sparquote der privaten Haushalte in Deutschland ist sowieso schon viel zu hoch. Und wenn der Staat sich dann, wie die Apologeten der Aktienrente das ja größtenteils auch wollen, da noch die Schuldenbremse einhielte, dann würde das sicher in die wirtschaftliche Depression führen. Eine Aktienrente würde also die Sparquote erhöhen und würde die Vermögenspreise noch weiter in die Höhe treiben. Sie hat also 2 gewichtige Nachteile und, wenn man genau drüber nachdenkt, keine Vorteile. Die aktuellen Renten
werden nämlich immer von der aktuell arbeitenden Bevölkerung finanziert. Es kann auch nie anders sein. Wenn also jemand für die Aktienrente argumentiert, dann hat er entweder grundlegende wirtschaftliche Zusammenhänge nicht verstanden oder er vertritt die Partikularinteressen von sehr wenigen, sehr wohlhabenden Leuten. Unter anderem deshalb finde ich es seltsam, wie der Parabelritter hier ökonomische Zusammenhänge darstellt, da ich von ihm sonst wesentlich Besseres gewohnt bin.